erstmal. Dann gehen wir Beeren kaufen. Also erstmal natürlich, wir müssen das ja auch abliefern, sonst passiert ja da nichts. So. Steinspitzhacke. Haben wir eine Steinspitzhacke? Oder überhaupt eine Spitzhacke? Steinmesser. So, aber haben wir... Wir haben keine Spitzhacke. Doch, eine Bronzespitzhacke und der geht's noch richtig gut. Und eine Bronzehacke. Super. Und da wollen wir ja auch wieder hin. So, okay. Alles abgeliefert. Und dann gehen wir ins Dorf. Essen vielleicht noch. Ein paar Karotten. Schon am Arbeiten? Ja, gut. Das heißt also, es ist wieder alles da. Jetzt gucken wir mal gerade. Boah, das sieht toll aus. Lasst ihr mich gerade rein? Oh. Ja, die füllen. Schafft er das? 100%, das ist gut. Und hier. Auch immer noch. Gut, so, lasst mich mal raus, ohne dass ich... Ui. So. Aber jetzt ins Dorf und gucken, ob wir irgendwo Beeren fangen können. Du hast Beeren, ich bin mir ganz sicher. Ja, und wie viel brauchen wir? Ach komm, wir nehmen einfach ein paar mehr. So, und da du jetzt wieder Geld hast, können wir dir ja nichts verkaufen. Wir haben nichts. Ja. Gut. Macht's gut. Und wir können... Nochmal. Okay. Es geht ja nicht anders, ne? Die haben ja alles. Haben die genug Dünger? Warte. Aber das kann ich auch anders machen. Warte mal. Verwaltung. Gebäude. Lager. Materiallager. Dünger. Och. So. Okay. Los geht's. Nochmal der Weg. Okay. Das müssen wir nochmal üben, weil gleich brauchen wir das wieder. So, wir gehen erst ins Dorf und geben die Quest ab. Und dann ja, gehen wir bitte, bitte, bitte. Endlich. Wieder in der Höhle. Wir brauchen Material. Wenn es geht, Bronze. Also Kupfer. Klar. Bronze gibt es in dem Sinne ja nicht. Na klar gibt es Bronze. Brauche ich nicht zu. Ja. Na. Ich, bevor ich mich jetzt hier völlig im Kopf und Kragen rede, ihr wisst Bescheid. Bronze ist eine Legierung aus Zinn und Kupfer. Und Messing aus Zink und Kupfer? Keine Ahnung. Egal. Wir gehen noch ein bisschen am Fluss entlang. Dann darf ich nämlich nochmal
Stück trinken. Jagdgebiet entdeckt Ente. Ich brauche keine Ente, 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 Ente. Oh. Ja, ja. Geh doch die Falken fliegen weiter. Alles da. Oh, Entschuldigung, ich hab's wieder verpeilt. So, wir sind gleich bei der Questgeberin. Und dann schwenken wir gleich um und gehen zu dieser Höhle und erschießen den Bären. Aha. Ja. Na, wo ist sie? Oh, da bist du. Ja, okay. Und nee, ne. Okay, zum Glück. Gibt's da dieses Befreie nicht? Das ist total gut. Ja. Super. Juhu. Ich bin fit. Wir gehen zu der Höhle. Ich bin echt gespannt. Erstmal ein bisschen langsam. Das müsste hier sein. Das würde aber auch heißen, dass hier irgendwo ein Bär ist normalerweise. Das ist eine Höhle. Tatsächlich. Das war so einfach. Und es ist auch gar kein Bär da. Stattdessen eine zusätzliche Stein. Oh, Zinnerz? Eisenerz, ja. Ja, gib mir das bitte. Oh, oh. Oh, ist das schön. Moin. Steinsichel. Bronzehacke. Ne, Bronzehacke ist falsch. Holzschaufel, Bronze, Spitzhacke, das ist gut. Zack. Fünf geschafft, auch Gott sei Dank. Genau, es wird ja immer sofort dunkel hier drin. Ich brauche Kupfer, ganz viel Kupfer. War ja auch noch was, ja. Kupferhammer. Hm. Ist mir eigentlich fast zu teuer für andere. Na, Salz lassen wir jetzt hier erstmal komplett weg. Wir brauchen vor allen Dingen Kupfer und Zinn. Hm. Das sind doch Zahlen, oder? Ah, oh, ist das schön. Das können wir, glaube ich. Jede Jahreszeit machen. Und diese Spitzacke, die hält ewig. Es geht mir jetzt schon gleich viel besser. Okay, hier waren wir zwar noch nicht, aber
Haus sollten wir hier eigentlich immer finden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wir haben das erste Eisenerz. Was war das? Ne, Salz will ich nicht. Irgendwas war. Zinn sieht man schlecht, ne? Aber es sieht ganz so aus, als würden wir ganz schön viel. Ja, Steine machen wir auch ziemlich viel. Ich bin schmutzig, das ist mir so egal. Wäre es mir nicht, aber, ne? Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Nein, Salz nicht. Zinn ist so unsichtbar. Weiß, dass es Salz ist, trotz allem schaue ich immer mal wieder gerne rein. Weil wir müssen so ein bisschen beeilen, weil wir brauchen ja noch diesen. Genau, warte mal. Das ist bei mir. Gut, das ist gut. Es gibt noch einen Platz. Mindestens noch einen Platz mit einer Höhle. Aber ich glaube, unsere Mine bauen wir dann gegebenenfalls hier. Dann wird das auch automatisiert. Und ich liebe es, wenn es automatisiert ist. Okay. Lass mich raten. Nee, hier ist noch. Die machen wir jetzt leer, das ist klar. Ist das gut? Ist das gut? Ja, das Zinn. Ja, Eisen finde ich noch nicht, weil ich Eisen für mich noch nicht entdeckt habe, wenn ich das richtig weiß. Und hier kommt mir natürlich entgegen, dass ich von den Einstellungen her das mit dem Tragen abgeschaltet habe, also dass ich nur begrenzt viel tragen kann. Nichts. Das ist eigen.
Bin ich jetzt irgendwie auf dem Rundweg wieder nach draußen? Wäre ja toll. Dann würde ich das auch wirklich so annehmen. Ja, immer nur Salz. Hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Salz. Zinn habe ich wahrscheinlich übersehen. Das war's. Ja, das war's. Oh, schön. Wir haben Stein ohne Ende. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal auf den Langbogen, weil normalerweise... Genau, egal. Wir gehen jetzt hier weiter und schließen diese letzte Quest auch noch ab, bevor es dunkel wird. Nee. Schmutzig bringt hier nichts. Wir haben das erste Eisenerz, ist auch schon toll. Können wir das einschmelzen? Wir wissen es nicht. So, aber weil es Mangelware ist, ein Stock kann man ja eigentlich immer mitnehmen, ne? Und Zweige. Ja, Steine habe ich jetzt genug. Aber Stöcke sind ja schon okay, ne? Das ist keiner. Oh. Ja, hier stört's auch niemanden, ne? Weißt du, wenn ich denn irgendwo bei einem anderen Dorf. Ne, wir waren jetzt gerade im Moment nicht. So. Weil die Stöcke brauchen wir ja später auch für die Bronzemesser. Steinpilz brauche ich nicht. Ich brauche Stöcke. Und Zweige und Stöcke. Ja. Ja, die Sachen, die man findet, das ist auch immer so ein bisschen toll. Die sind manchmal über dem eigenen Techniklevel. Und das ist immer gut. Ne? Und Stöcke nehmen wir auf dem Weg alles mit, was irgendwie sinnvoll erscheint. Zum Beispiel. Na, hier sieht schön aus. Die Ressource Stock ist ja wirklich unbegrenzt, aber es ist halt Sammlerei. So. Wir gehen jetzt erstmal, kommen wir schwimmen rüber, dann sind wir nämlich sauber. Wir können auch ein bisschen trinken. Ja, wenn ich einen Fischspeer hätte, fangen kann man die nämlich nicht, was auch sehr seltsam wäre, wenn es anders wäre. So, und jetzt geht's mir erstmal. Ja. An Jagd hat einen Kupferhammer. Den machen wir. Der wohnt nämlich bei meiner Schmiede gleich um die Ecke. Ecke. Ja, Kaninchenkrähe interessiert mich nicht. Oh, wenn wir da nicht schon waren. Steinaxt nehmen wir mal immer mit. Fackel ist auch gut. Ja, viel was nicht. Nee. Aber. So, Fackel und Steinaxt, ne? Für einfach mal so. Fackel gebaut habe ich, glaube ich, noch nie irgendwelche, oder? Habe ich welche gebaut? Naja. Die laufen mir ja immer so zu. Ne? So. Und hier sind wir. Und dann schnell zur Schmiede. Alles einsmerzen. Schmiedi. Ja, das ist die Küche. Schmiede ist dann. Das ist das Nähen.
Die Schmiede ist hier. So. Zinnbarren. Eisenbarren. Weißt du was? Machen wir. Ist egal. Super. Kupferbarren.